Sagen wir 50 Millivolt haben wir also praktisch als Potentialdifferenz zwischen den beiden Oberflächen. Und wenn man das mal ausrechnet, dann kommt da eine elektrische Feldstärke bei der Zellmembran von 7,14 mal 10 hoch 6 Volt pro Meter raus. Das ist also eine 10 mit 6 Nullen. Und dieses Feld, sehen wir also, wie stabil das insgesamt ist und wie gut der Körper sich eigentlich da hier vor allem Möglichen schützt. Dieses Feld ist aus rein physikalischen Gesichtspunkten von einem elektrischen Feld nicht zu knacken. Das elektrische Feld geht außen rum, aber nicht rein. Rein geht, wir können es ruhig bimmeln lassen, rein geht das magnetische Feld, ja, beziehungsweise die magnetische Komponente von einem elektromagnetischen Feld. Die kommt rein, denn wir wissen ja, irgendwas muss reinkommen, denn innen drin habe ich ja tatsächlich, es tut sich ja was entgehen, ich kann alles Mögliche beeinflussen. Also irgendwas muss da drin passieren, also auch muss irgendwas reinkommen. Ja. Es ist also über das Magnetfeld, kommen wir da also rein. Die Frage ist nun, muss es ein Magnetfeld sein oder gibt es auch andere Erklärungen dafür? Da dachte man zunächst an kohärente Schwingungen mit elektrisch geladenen Molekülen und da hatte man hauptsächlich an das Calciumion gedacht. Gab aber dabei ein Erklärungsproblem mit dem thermischen Rauschen, zu dem komme ich gleich noch, im Verhältnis zum Signal. Und da fragte man sich dann, wie kann das eigentlich an dem thermischen Rauschen durchgehen? Das ist viel zu hoch, das ist viel zu groß, da komme ich mit dem Signal eigentlich gar nicht durch. Die Energie schwacher elektromagnetischer Felder, mal gucken. So. Im unteren Mikrotesla-Bereich, und darum geht es, also wir wollen jetzt nicht hier irgendwelche Felder nehmen, die dann also wahnsinnig so im Tesla-Bereich, da gibt es auch Obergrenzen, gerade Studien aus Russland zum Beispiel, da findet man also wahnsinnige magnetischen Flusswerte und so weiter. Das ist bei uns also auch gar nicht erlaubt. Interessant sind natürlich Felder im niederen Mikrotesla-Bereich und da reicht also praktisch, das reicht theoretisch nicht aus, um durch die sogenannte Brownsche Molekularbewegung, die verursacht das thermische Rauschen, das sind also die Molekülschwingungen, um die überhaupt zu kompensieren. Ja? Weil aber jetzt die Elektronen um einen Atomkern herumschwirren und einen Spin haben, gucken, dass ich drauf bin, halt, das war's nicht, das war's letzte, ist ein bisschen Problem. Jetzt geht's. So, und einen Spin haben, verändert ihr Drehmoment, den Drehimpuls, im rechten Winkel zu diesem Drehimpuls. Und das führt jetzt dazu, dass das magnetische Moment sich kreisförmig um die Richtung von dem magnetischen Feld dreht, anstatt in Richtung sich des magnetischen Feldes einzupendeln. Jetzt gucken mich natürlich einige groß an und sagen, wie ist das überhaupt möglich, was passiert da? Sie kennen das Prinzip der Larmor-Präzession von der Magnetresonanztomographie, da wird das ausgenutzt, aber im Prinzip ist es nichts anderes. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kreisel, so, wenn der jetzt also praktisch senkrecht steht und ich drehe ihn, dann dreht er sich wunderbar. Jetzt bringe ich den aber nicht senkrecht, sondern ich versuche den irgendwie waagrecht zu halten. Das heißt, ich befestige den hier und er steht hier raus. Wenn ich den jetzt drehe, dann würde der von der Schwerkraft nach unten gehen. Dass er das nicht geht, entwickelt er einen Eigendrehimpuls und dreht sich praktisch um das ganze Ding selber immer rum. Und das ist das einzige Geheimnis, weshalb er dann tatsächlich hier stehen bleibt. Und das ist die sogenannte Larmor-Präzession, die Larmor-Frequenz, also die Frequenz, mit der sich das Ding außenrum dreht. Und da kann man sehr gut die Einflüsse von einem exogenen magnetischen Feld auf die Dynamik von gebundenen Ionen beschreiben. Das erklärt auch den biologischen Einfluss von schwachen statischen, und das war ja lange Zeit nicht geklärt, wieso wirken überhaupt statische Felder. Damit kann man das erklären und man kann dann aber auch natürlich die ganzen alternierenden elektromagnetischen und dafür vor allem die alternierenden magnetischen Feldexpositionen damit sehr gut erklären. Das sind alles Dinge, die also mit bewegenden biologischen Systemen, wie beispielsweise Blut, Zellorganellen oder Membranmolekülen zu tun haben. Bei geladenen Teilchen beeinflusst diese Larmor-Frequenz auch die Kinetik einer Bindung. Und das verändert die Dielektrizitätskonstante auf der Bindungsseite und führt damit zu einer veränderten Bindungseigenschaft. Das heißt, ich kann damit durchaus auch Bindungen, Molekülbindungen und so weiter beeinflussen. Und das Interessante dabei ist, dass dabei Feldstärken von 0,1 bis 1 Mikrotesla, also magnetischer Fluss, bereits ausreichen, ja, und kein substanzieller Eintrag von Energie. Das ist nämlich immer die große Frage, ja, woher kommt die Energie?
Ich habe ja eigentlich bei so einem, wenn ich mich da jemand auf die Matte lege, dann fließt keine Energie, kein Nennenswerter. Ja? Ich brauche keinen substanziellen Eintrag von Energie oder es ist auch kein Drehimpuls. Ja? Auch den brauche ich nicht. Und da ist es dann jetzt so, dass allerdings auch das wieder unter Umständen auch in ein paar Jahrzehnten Vergangenheit ist, denn wir wissen heute, dass also das ganze Bohrsche Atommodell mit den schönen Elektronen, die da auf der Kreisbahn herumschwirren und so weiter, die schwirren dann nicht auf einer strengen Kreisbahn, sondern das wabbelt irgendwo außenrum. Ja, dann haben wir das Problem der Spin. Der Spin ist auch nicht so, wie er dargestellt wird. Das ist eine einfache Erklärung. Ja, die hält sich natürlich und wird dann auch sehr schnell verbreitet. Aber der Spin, der wabbelt auch irgendwo rum. Das ist also nicht hier das schöne Rauf und Runter gegenläufig. Ja, und wenn wir dann also das ganze Ding noch im dreidimensionalen Raum sehen, dann haben wir Probleme mit dieser Heisenbergschen Unschärferelation. Ja, da ist nämlich das auch gar nicht zu definieren, schon gar nicht im dreidimensionalen Raum. Also Sie sehen, da sind viele Fragen. Das ist jetzt ein Modell und es wird sich zeigen, wie lange das Modell steht. Das werden Physiker diskutieren und irgendwann kommen wir vielleicht auch dazu zu neuen Erkenntnissen. Ich sagte vorhin, das thermische Rauschen ist ein Problem und speziell dazu gibt es konkret zwei Möglichkeiten, die jetzt praktisch in Hauptsache jetzt auf das Calcium-Ion abzielen. Das ist also einmal dann ein Ionenresonanzmodell und da spielt dieser sogenannte Siemen-Effekt eine Rolle. Und das geht also alles so in Richtung Quantenphysik rein. Und dann gibt es noch ein Ioneninterferenzmodell. Diese Modelle werden zurzeit in der Literatur diskutiert. Was auch diskutiert wurde, das ist die Zyklotronresonanz. Vielleicht kennt den Begriff der ein oder andere. Da erwies sich aber dieses Modell bei einer Ladung über die Zyklotronresonanz, die Kraft, die dabei einwirkt, die ist im Verhältnis zum thermischen Rauschen einfach noch zu schwach. Insofern ist das Modell dann also wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Bei Ladungen, bei sich bewegenden Systemen wie Elektronen auf ihrer Umlaufbahn und ihrem Spin, kommt natürlich auch der Hall-Effekt in Betracht. Das ist im magnetischen Feld, wirkt die sogenannte Lorentzkraft auf sich bewegende Ladungen und lenkt diese dann im rechten Winkel zur Strom- und Feldrichtung ab. Das ist ein rein physikalisches Gesetz. Und diese Ablenkung führt dann wieder zu einer asymmetrischen Verteilung von Ladungen und dadurch verändere ich auch wieder was an der Molekülbindung und so weiter. Dann gibt es noch eine Ion- oder Ligandenbindung an einen Rezeptor als Modulator in der Signalkaskade. Auch das ist vorstellbar. Intrazellulär gibt es derartige Interaktionen zwischen Liganden und ihren Rezeptoren bei Signalkaskaden. Das ist bekannt. Ja. Und gut untersucht ist hier der Einfluss von einem Magnetfeld auf Calcium-Ionen. Sie sehen also, Calcium ist natürlich ein weit verbreitetes Ion, mit den von Calmodulin, also dem Bindungsprotein, abhängigen Reaktionen, aber auch CAMP und eine Reihe von Wachstumsfaktoren. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Studien dazu. Außer an der Zellmembran sind neben dieser Faradayschen Induktion, das heißt, ich habe also praktisch ein Feld, ich habe eine bewegte Ladung, ich kann also über ein elektrisches Feld ein magnetisches Feld induzieren, genauso wie ich über ein magnetisches Feld ein elektrisches Feld induzieren kann. Da gibt es natürlich Wechselwirkungen vom elektromagnetischen Feld über jetzt gerade Transmembranproteine im biologischen Gewebe. Das ist also möglich, da gibt es eine Reihe von Untersuchungen. Und geladene Rezeptoren außen an der Zellmembran haben auch die Fähigkeit zu einer Resonanz mit der Frequenz vom elektromagnetischen Feld. Da gibt es ganz interessante Modellvorstellungen, wo man Strukturen gefunden hat, die ähnlich aussehen wie Antennen, die also praktisch dann in Resonanz treten mit dem auf sie treffenden elektromagnetischen Feld und dann eben dieses Signal praktisch weiterleiten. Auch dynamische chemische Systeme wie die Aktivität von Enzymen, auch die sind auf diese Weise beeinflussbar. Die Resonanzeigenschaften sind beim Einfluss von elektromagnetischen Feldern auf die Expression von Genen, das C-Myc, C-Fos, C-Ion und so weiter, aber auch bei der Bildung von Heat-Shock-Proteinen, anderer Proteinen, bis hin zum Tumorsuppressor Gen P53 bereits bekannt und sehr gut beschrieben. Chemische Bindungen sind auch magnetische Bindungen zwischen benachbarten Atomen mit ihren gepaarten Elektronen und dem gegenläufigen Spin. Der hat wieder eine magnetische Anziehungskraft. Werden jetzt bei chemischen Reaktionen Bindungen gebrochen, beansprucht natürlich jedes Atom, Sie kennen das von Radikalen, einen anderen Partner mit gegenläufigem Elektronenspin, geht also auf die Suche.
Und wir einen freien Radikalen haben in der Zelle, das sind einmal die reaktiven Sauerstoffspezies, diese ROS, dann die Hydroxylradikale und natürlich auch diese durch Stickstoffoxid gebildeten Radikale. In endogenen Oszillationen können diese in zelluläre oder metabolische Systeme eingreifen und entweder bei gleicher Phasenlänge, das ist jetzt das Interessante, bei gleicher Phasenlänge dieses Wechselspiel verstärken oder bei entgegengesetzter Phasenlänge entweder verringern oder gar zum Erliegen bringen. Und da gibt es eine interessante Untersuchung an Neutrophilen. Da konnte nämlich bereits gezeigt werden, dass und wie ein schwacher Puls, das ist hier ein Puls von also praktisch 0,4 Millitesla und die Pulsweite sind 100 Mikrosekunden. Und dieser schwache Puls, der war bereits in der Lage, wenn er jetzt also richtig kam, und das sind diese roten Pfeile, die da eingezeichnet sind, hier, wenn der Puls praktisch immer dann kam, wenn diese Oszillation gerade im Hochschwingen war, also praktisch die Synthese verstärkte, dann führte das mit der Zeit zu einer Steigerung. Hier hat er ausgesetzt und hier kam, dann ist er zurückgegangen, hier kam er wieder. Im oberen Feld ist dargestellt, wenn der Impuls praktisch kommt, wenn der schon am Maximum ist, hier, dann haben wir gar keinen Erfolg. Das heißt also, ich kann auf diese Art, kann ich tatsächlich hier triggern. Insgesamt ist bei der Interaktion zwischen diesen elektromagnetischen Feldern und biologischen Systemen davon auszugehen, dass es sich um einen Mehrschrittmechanismus handelt. Also es ist etwas komplizierter, es ist nicht nur ein Schritt, den ich da beachten muss, sondern es sind Ketten hintereinander. Aber was wir dabei finden, ist, dass eine an Kation gebundene Energie vom elektromagnetischen Feld da ist. Wir haben die Beteiligung mehrerer größerer Biomoleküle, die also dann zusammenwirken müssen. Und wir haben getriggerte Signalkaskaden, das heißt, ich muss das Ganze irgendwo in einen Ablauf reinbringen. Damit ein elektromagnetisches Feld wie beabsichtigt wirkt, müssen seine Frequenz- und zeitlichen Intensitätsvariationen am Zielgewebe oder am Zielorgan natürlich auch der Wirksamkeit entsprechen, die da verlangt wird. Bei einer Zellkultur ist das relativ einfach. Da habe ich meine zwei Helmholtz-Spulen, in denen ich das magnetische Feld erzeuge, habe die Zelle dazwischen mit der Zellkultur und dann kann ich ganz genau messen, wo bin ich eigentlich, welches Feld habe ich, welche Intensität habe ich, was liegt jetzt tatsächlich an der Zellkultur an. Wenn ich aber jetzt ein von außen auf den Körper einwirkendes Feld habe, ist etwas schwierig. Ja, dieses Feld unterliegt ja, wenn es also in den Körper eindringt, einer großen Zahl an geladenen Teilchen, an Moleküloberflächen, Zellkompartimenten. Das heißt also, es ist vielen, vielen Wechselwirkungen ausgesetzt. Und da ist sehr unwahrscheinlich, sich vorzustellen, dass das Feld, wenn ich jetzt definiert auf den Körper bringe, dass das an zum Beispiel meiner Leberzelle dann auch tatsächlich noch die gleichen Schwingungen hat, also praktisch die gleiche Frequenz, die gleiche Stärke, die ich da brauche. Insofern ist es also mehr oder weniger noch so ein Schrotschuss. Ja, ich schicke halt was rein und dann ja, muss ich am Ergebnis sehen, ob ich da richtig liege oder ob das irgendwo dann daneben lag. Und speziell zur therapeutischen Anwendung werden gern die in physiologischen Bereichen gefundenen Frequenzen herangezogen. Es mag mit Sicherheit im einen oder anderen Fall zutreffen, dass ich tatsächlich etwas bewirke. Aber generell sollten wir nicht davon ausgehen, dass die Kopie einer außen am Körper gemessenen Art von, im Prinzip ist ja nichts anderes als ein Betriebslärm, eine prophylaktische therapeutische Wirksamkeit besitzt. Ja, jede Muskelzelle, jede Muskelbewegung, wir können unterschiedliche Frequenzen registrieren, ob ich stehe, ob ich gehe. Ja, das sind alles unterschiedliche Frequenzen und da kann ich jetzt also nicht sagen, okay, jetzt habe ich also praktisch die Frequenz registriert, jetzt schicke ich die von außen wieder rein, also habe ich das. Genauso wenig wie ich also ein EKG, ich nehme EKG, registriere also praktisch EKG, verkürze das, mache eine höhere Frequenz draus, schicke die wieder rein und dann geht die Herzfrequenz aber deshalb nicht höher. Ja, also insofern ist das, mag im einen oder anderen Fall zutreffen, ja, aber das ist dann mehr oder weniger eben, würde ich sagen, ein Zufall, dass eben das übereinstimmt, dass ich, wenn ich das, was ich außen reinschicke, tatsächlich auch innen drin an dem Organ dann die Wirksamkeit habe. Aber generell jetzt einfach sagen, die Frequenz habe ich da, dann nehme ich die, das ist als Begründung mir einfach zu schwach.